Ja, Steffen, also man hat das hier nicht mehr so hören können, aber wir wissen, wir sind jetzt drauf. Stefan Kunz, Wahnsinn. Sie sind erfahren in dem Turnier, Sie kennen Elfmeterschießen, aber wie geht's Ihnen momentan? Furchtbar, weil außen ist es ja ganz schlimm, weil du nichts beeinflussen kannst. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich bin so stolz auf die Mannschaft, was die heute hier geleistet hat. Wir haben uns eins vorgenommen, unabhängig vom Ergebnis. Wir wollten gerne, dass zu Hause die Leute stolz auf uns sind. Hat die Mannschaft Weltklasse gemacht, Weltklasse. Deshalb auch Glückwunsch, auch das hat Steffen Wiemann im Kommentar schon gesagt, egal was passiert, diese Chancen, die sie herausgearbeitet hat, so wie sie gespielt haben, haben sie zwischenzeitlich mal gedacht, hoffentlich rächt sich's nicht, dass auch viele Chancen nicht reingegangen sind? Nein, ich habe mich eher darüber gefreut, dass wir heute wieder viele Chancen kreiert haben. Die Mannschaft hat es taktisch überragend umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben echt sehr ein dominantes Spiel gemacht. Und dann haben Sie ja gesehen, das Spiel schreibt dann Geschichten, also die Einwechslungen, das passt. Und vorher muss man noch auf Niki Stark verzichten. Hatten dann natürlich dann Schwierigkeiten bei den Standards, haben dann aber umgestellt nachher, dann haben wir es in den Griff gekriegt. Also das Spiel, ich glaube, das hat für euch genug Geschichten geschrieben, da muss ich jetzt nicht noch groß irgendwas kommentieren. Ich glaube für alle. Ja. Vielen Dank, Sie wollen feiern, wollen zur Mannschaft. Vielen Dank, dass Sie gleich da waren, Stefan Kunz, feiern Sie schön. Und ich glaube, wir wechseln direkt Julian Pollersbeck. Ich glaube, wir bleiben einfach mal drauf.